Ja, hallo meine Freunde. Ja, da sind wir schon wieder. Jawohl. Und mal wieder was Neues. Ja. Und zwar von Be Quiet. Ja, ein Netzteil Premium. Das Stargate Power 10. Ja, ich habe lange gesucht. Auch hier wieder ist auch immer noch so ein Thema Netzteile. Es gibt viele auf dem Markt. Ja, viele sind sehr laut, viele sind auch sehr schlecht, viele haben nicht alle Schutzschaltungen und so weiter und so fort. Welches holt man sich? Wie viel gibt man aus? Wie viel Watt braucht man? Mit ein bisschen Reserve und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die irgendwo beantwortet werden wollen. Ich habe lange gesucht. Netzteilrechner gibt es von Be Quiet selber, gibt es aber auch von MSI. Da kann man alles eintragen, was man im Rechner verbaut hat. Und dann sieht man circa seinen Maximalverbrauch und da legt man vielleicht noch ein bisschen was drauf. Vielleicht denkt man auch drüber nach, falls man mal einen SLI-Verbund machen möchte und so weiter, dann sollte man natürlich auch daran denken, hier direkt ein bisschen vorzuarbeiten. Gut, das habe ich soweit gemacht. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, wie viel Watt ich bis jetzt brauche. Ich habe bis jetzt ein 450 Watt Netzteil. Hat immer bis jetzt ausgereicht, war vielleicht auch ein bisschen knapp, je nachdem. Aber reicht. Jetzt habe ich hier ein 600 Watt, habe darüber nachgedacht, vielleicht doch irgendwann SLI zu machen. Viele sagen Quatsch, Blödsinn, lieber eine größere, stärkere Karte. Muss man mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache. Ja, das muss auch jeder für sich entscheiden. Warum nicht? Ich habe schon mal SLI gehabt, war eigentlich zufrieden damit. Aber wie gesagt, ja, der eine sagt so, der andere so. Darum, ich weiß es noch nicht genau. Darum habe ich aber erstmal die Wattzahl auf jeden Fall ein bisschen erhöht. Be Quiet, warum? Ja, ich habe natürlich auch viel, viel Internet geschaut und. Bin dann zum Fachhändler gefahren, wollte eigentlich zwei haben, weil ich im Wohnzimmer ja auch noch einen kleinen Mini-PC stehen habe für meine Videos und so weiter, für Multimedia. Und der mir auch ziemlich laut ist. Ich habe da jetzt einen 500er Cooler Master drin, ist also wirklich sehr laut, störend manchmal sogar schon. Da war ich auch im Überlegen. Und ja, bin dann zum Händler gefahren, wollte eigentlich zwei Be Quiets haben. Einmal hier das 400 Watt von ohne Kabelmanagement und einmal das 300 Watt. Das reicht für den Multimedia-PC. Das System Power 9. Und ja, wie ich dann ankam, hat er mir natürlich davon abgeraten. Erstens, weil 400 Watt wirklich zu wenig für meinen Hauptrechner wären und die 300 Watt für den Kleinen auch ziemlich knapp bemessen wären. Gut, kurze Rede, langer Sinn. Er hatte mir eins empfohlen von Thermatec. War ein schönes, kostete 55 Euro. Das war das Thermakey SE mit 530 Watt, mit Kabelmanagement, mit Teilkabelmanagement. Und er meinte, dass das sehr leise ist und super, er hört es gar nicht. Und ja, und da habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich davon eben zwei mit. Dann ist der Wohnzimmer-PC auch ein bisschen überdimensioniert. Aber für den Preis mit dem Kabelmanagement habe ich gedacht, na ja gut, vielleicht mache ich auch da mal eine neue Karte rein oder so. Gut, zwei mitgenommen, habe noch gesagt, wenn sie nichts sind, bringe ich sie zurück. Ja, ihr seht, ich habe sie zurückgebracht. Ja, die waren sowas von laut, ich weiß nicht, was der leise nennt. Also leise ist bei mir zum Beispiel mein Hauptrechner, der hat ja das RM450 von Corsair. Der Lüfter dreht ja gar nicht, wenn ich nicht auf Last komme. Das war bisher fast 3 Jahre habe ich es jetzt sehr gut. Ist schon viele, viele Male verbaut worden, umgebaut worden. Aber dadurch haben auch die Kabel gelitten und ja, die Kabel sehen nicht mehr so schön aus. Ich habe die auch mal auseinandergezogen, weil die so starr sind von Corsair. Und da war dann die Isolierung so ein bisschen abgerissen und das Kabel war blank. Da habe ich zwar neues Isolierung drum gemacht, Schrumpfschlauch drum gemacht, aber ja, ich bin dann auch so einer, der sich dann nicht daran gewöhnen kann, dass da was nicht stimmt so richtig. Darum habe ich gedacht, ich muss irgendwann ein neues Netzteil haben. Habe jetzt erstmal eins gekauft und bin dann, eigentlich wollte ich wieder zu Corsair. Das RM650i, weil das ja auch wieder das Zero RPM hat, das heißt, die Lüfter stehen also bei bis 60%, glaube ich, stehen die still und ab 60% Belastung fängt der Lüfter es an zu drehen. Aber
Bin dann ja zu einem anderen Händler hingefahren und der hatte mir dann wirklich hier dieses Be Quiet empfohlen, was ich mir auch oft angeschaut habe. Hier haben sie ja auch diesen Silent Wings 3 verbaut, was ich absolut toll finde. Was ich schade finde, bei der neuen Wasserkühlung bei Be Quiet haben sie leider nicht die neuen Lüfter verbaut. Da haben sie die Purwings, glaube ich, verbaut, die Purwings 2 Lüfter. Also das finde ich sehr schade, muss ich dazu sagen. Habe auch schon 2 Tests gesehen von den Wasserkühlungen und die Lüfter sind sehr laut. Also man spricht nicht gut über die Lüfter und das finde ich dann auch wieder so eine Scheißsache. Warum macht man nicht, haut nicht seine Qualität raus? Die Wasserkühlung ist gut, die Pumpe ist super, soll wirklich sehr leise sein durch das neue System. Und dann machen die nicht ihren tollen Lüfter da drauf, dann hauen die da ihre alten Lüfter drauf. Ich finde es schade, hätte man ruhig 10 Euro mehr nehmen können und dann vernünftige Lüfter drauf. Oder man bietet die Wasserkühlung ganz ohne Lüfter an, dafür ein 10er billiger. Und dann kann sich jeder seine Lüfter da drauf setzen, die er meint, die gut sind. Der eine macht sowieso vielleicht ein paar Leuchtlüfter drauf, LED-Lüfter drauf und und. Also immer dieses Lüftergeschitte. Man hat so viele Lüfter mittlerweile rumfliegen, weil die Originallüfter immer eigentlich oft kacke sind. Ja, muss ich einfach dazu sagen. Ich sage so, wie ich das denke. Ja, ist eigentlich schade drum. Gut, kommen wir zum Netzteil zurück. Wie gesagt, hier ist der neue Silent Wings 3 verbaut. Und wir haben hier auch Teilkabelmanagement. Finde ich absolut ausreichend, weil die Hauptkabel, die müssen sowieso dran sein. Warum soll ich die ablassen? Geht ja nicht ohne. Das heißt, das ist okay. Was ich hier auch schön finde, ist die Effizienz. Wir haben hier 5 Jahre Garantie, gibt Be Quiet uns auf dieses Netzteil. Ja, die Spezifikationen, die kann sich jeder ja im Netz mal anschauen. Da brauche ich nicht viel drüber sagen. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Was ich jetzt auch schön finde, Be Quiet bietet die einzelnen Kabelstränge zum Kauf auch an. Habe ich mir auch jetzt schon bestellt bei Alternate. Gibt es die zum Beispiel für ganz kleines Geld. Da habe ich mich echt mal drüber gefreut, weil was soll ich hier mit 4-5 SATA-Kabeln, wenn ich zur SSD muss? Ich muss mit einem Kabel zu meiner SSD-Platte oder vielleicht, naja, vielleicht 2 SATA. Ja, oder muss ich dann zu meinen SSD, wenn ich eine zweite mal einbaue, brauche ich da 2 Anschlüsse mehr? Brauche ich nicht, weil die ja meistens hinter meinem Bordtray liegen oder viele Gehäuse haben sie ja auf der Netzabdeckung liegen. Da bräuchte man dann praktisch nur 1 oder 2. Und das bietet Be Quiet an hier für diese Netzteile. Das heißt, die kosten um die 6 Euro. Habe ich mir direkt 2 bestellt. Einmal fürs Laufwerk, was ich noch drin habe. Einmal für die SSD. Und dann kommen meine 4 anderen Platten. Das Kabel ist dabei mit den 4x SATA. Und das finde ich eine absolut schöne Sache. Das finde ich absolut toll. Da stimmt Preis-Leistung. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Was willst du mit den ganzen anderen Anschlüssen, die man nicht braucht? Hier kann man die Kabel einzeln nachbestellen, also Daumen hoch Be Quiet, da habt ihr mal wirklich drüber nachgedacht. Also ich finde sowieso, Be Quiet macht wirklich, die hören oft auf Ansagen, glaube ich, und nehmen sich das zu Herzen und versuchen das auch irgendwo umzusetzen. Also wirklich toll, toll, toll. Finde ich sehr gut. Kommen wir weiter zum Netzteil, wie gesagt, 600 Watt. Und wie gesagt, der Silent Wings 3 ist verbaut und im Leerlauf oder bei Nichtbelastung dreht der Lüfter mal gerade mit 200 Umdrehungen. Und ich glaube, das soll auch so gut wie nicht hörbar sein. Und das reicht dann auch. Dann bin ich auch zufrieden. Ist ja auch eine Preisfrage gewesen. Dieses Corsair waren fast nochmal 30 Euro mehr. Gut, wenn man die 30 Euro nicht hat. Ja, ich hätte sie gehabt. Aber wie gesagt, es ist das Be Quiet geworden. Wir versuchen es mal. Wir testen es mal aus, wie es von der Lautstärke ist. Und werde euch natürlich auch da berichten, wie die Lautstärke ist, weil nicht nur auspacken, sondern ich bin der Meinung auch mal so einen Nachtrag, wie sieht's aus, ist es wirklich leise, kann man es wirklich empfehlen, auch für ein Wohnzimmer-PC oder mein PC steht direkt neben mir, da soll es natürlich auch wirklich sehr leise sein. Das werde ich natürlich auch machen, das berichte ich euch auch und dann kommen wir mal zum ganzen Zubehör. Ich habe das schon ausgepackt, damit ich jetzt nicht so viel Zeit vertrödel mit dem Auspacken. Was ich toll finde bei dem Ganzen, alle Kabel wunderschön in schwarz. Finde ich auch mal eine tolle Sache. Die sind ganz von dem Bund her weggegangen. Auch da haben die wahrscheinlich mal drauf gehört, denn viele machen ja wirklich immer noch mit Window und Fensterscheibe. Und ja,
dann hat man hier wirklich eine Sache, was wirklich einigermaßen sehr gut aussieht. Was sehr gut aussieht. Und hier diese Kabel, diese Klettverschlüsse, da sind die Kabel mit eingepackt. Und ich bin der Meinung, hier auch eine gute Sache. Die kann man auch nachher fürs Gehäuse, für Kabelmanagement brauchen. Die kann man immer wieder auf und zu machen. Sind auch schön in Schwarz gehalten. Also nicht wegwerfen. Die kann man fürs Kabelmanagement wirklich auch sehr gut brauchen. Dabei sind 5 Schrauben zur Befestigung, 5 Kabelbinder nochmal dabei, auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier ein kleines Handbuch dabei mit den ganzen Spezifikationen. Ja, kann man sich mal durchlesen. Und natürlich das Hauptkabel ist ein Strom, normales Stromkabel. Hier haben wir einen abgewinkelten Stecker. Einige haben nach oben gerade Stecker, ist auch nicht verkehrt. Ganz normale Länge. Dann haben wir die ganzen Kabel, die dabei sind. Da haben wir zum Beispiel hier auch 2x Grafikkartenanschluss, ja, 2x 6 plus 2 Pin. Ja, aber die meisten Grafikkarten haben sowieso nur noch einen 6er oder einen 8er, auch die 1060, die neue, auch die 1070, so viel ich weiß, hat auch nur noch einen Anschluss. Ja, und darum, wenn man jetzt zum Beispiel 2 Grafikkarten hat, SLI, da braucht man hier eigentlich nur noch ein Kabel von und hat hier dann direkt die beiden Anschlüsse. Davon sind aber 2 im Lieferumfang enthalten. Gibt ja noch ältere Grafikkarten, die wirklich noch 2 Anschlüsse haben, einmal 6, einmal 8 oder 2x8. Ja, dann hat man natürlich hier insgesamt dann auch 4 Stück, wenn man jetzt einen SLI-Verbund macht. Die Kabellänge ist sehr gut, ausreichend auf jeden Fall. Sind nicht so steif, die kann man schön biegen. Finde ich auch wirklich sehr schön. Also ich bin wirklich der Meinung, habe schon viele Kabel gehabt. Aber die sind wirklich angenehm, wirklich. Also sehr gut verarbeitet, sehr gut gemacht. Bin ich wirklich ganz froh drüber. So, dann haben wir hier noch das normale Stromkabel. Fürs Mainboard, für den CPU, 2x4 Pin, ja, auf 8 Pin, genau. Dann haben wir hier einmal mit dem Anschluss, einmal SATA, einmal Molex, 2x Molex, 2x SATA. Also 2x SATA, 2x Molex und einmal den FDD-Stecker haben wir hier auch noch einmal. Wer es also braucht, ich brauche das hier wahrscheinlich gar nicht. Darum werde ich dann für das Kabel hier einmal den SATA nehmen für die SD-Platte. Dann haben wir hier einmal SATA, zweimal SATA, dreimal SATA und einmal Molex. Immer noch ein Molex dran. Werde ich auch nicht brauchen. Da werde ich das Kabel einmal SATA nehmen fürs Laufwerk. Und dann haben wir hier das nächste Kabel. Hier sind einmal SATA, zweimal SATA, dreimal, viermal SATA. Das brauche ich für meine 4 Festplatten. Passt genau. Das kommt dran. Und dann habe ich ein super Kabelmanagement und habe wirklich nur die Kabel, die ich auch wirklich brauche. Finde ich absolut eine tolle Sache. Finde ich absolut schön. Dann kommen wir noch zum Netzteil. Wie gesagt, wirklich, man merkt direkt, wenn man es in der Hand hat, dass das Qualität ist, auch vom Gewicht her. Es ist wirklich sehr schwer, sehr massiv, sehr gut verbaut, auch mit dem Stahl, auch mit den Lüftern hier oben. Und man sieht direkt diesen Silentwings 3, der angeschrägt ist. Und ich habe ja schon ein Video gemacht, das letzte über den Silentwings 3. Und muss wirklich sagen, den Lüfter hört man wirklich nicht. Also das ist wirklich ein toller Lüfter. Ich kann ihn nur empfehlen, vor allen Dingen mit den neuen Montagemöglichkeiten, auch für Radiatoren. Ist der Lüfter absolut sein Geld wert, muss ich dazu sagen. Und ich hatte beim letzten Video auch mal eine neue Firma in den Kommentaren reingesetzt. Das ist die Firma aus Alsdorf, die sitzen in Aachen und Alsdorf. Und muss ich sagen, ich war das erste Mal da, war auch sehr nett beraten, hat auch alles geklappt. Das zweite Mal, wo ich da war, habe ich was erlebt, was ich in meinen ganzen Jahren noch nie erlebt habe. Also das war für mich irgendwo sogar so ein bisschen der Hammer. Da gehe ich rein und die haben so ein bisschen auch Raumverkauf da aushängen. So Hängeregale, wo dann Kabel hängen, wo auch dann die Lüfter hängen. Nimm mir 2 Lüfter, geh zur Kasse und da sagt er, die kann ich dir nicht verkaufen. Und ich so, warum? Ich so, da hängen doch noch welche. Nein, da hängen keine mehr, die kriegst du nicht, die kannst du nicht verkaufen, fertig.
Da habe ich gesagt, was soll das denn jetzt? Ich sage, ja, die hat gerade eine online bestellt. Da sage ich, ich habe die gerade in der Hand. Ich sage, die möchte meine Lüfter jetzt haben und möchte die bezahlen. Nein, geht nicht. Und auf jeden Fall, ich wollte auch nicht rumstreiten und bin dann aus dem Laden gegangen. Wollte eigentlich da auch noch ein Netzteil kaufen, aber das hat sich dann wohl da erledigt. Habe auch eine E-Mail hingeschickt. Ja, die haben dann zurückgeschrieben, wenn es wirklich so gewesen wäre. Ich habe ja keinen Grund, so einen Quatsch zu erzählen. Ne? Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Dann darf man solche Sachen nicht in die Auslage legen. Denn wenn ich da hingehe und die rausnehme und die hängen da zum Verkauf, dann nehme ich die, dann muss man die mir auch verkaufen. Da kann man nicht sagen, die hat gerade eine online bestellt. Also ich bin 40 Kilometer gefahren dafür. Also macht man nicht mit Kunden. So was macht man nicht. Und sowas ist auch nicht verzeihbar. Also ist meiner Meinung nach, geht überhaupt nicht. Ist ein No-Go. Absolut. Also ich kann nicht in den Supermarkt gehen, meinen Einkaufswagen vormachen, die sagen, nee, sie kriegen die Sachen nicht, die sind gerade online bestellt. Hallo. Also, nee, also man erlebt immer wieder Sachen. Man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ja. Wie gesagt, wirklich schön von der Qualität her. Dann haben wir hier die ganzen Anschlüsse. Wie gesagt, hier einmal der 12 Volt CPU-Anschluss. Jawohl. Dann hier zweimal für die Grafikkarte und hier die einzelnen SATA-Anschlüsse. Absolut schön. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Wir haben hier eine große Luftöffnung und wie gesagt, es ist sehr schön. Wir haben hier die Spezifikation nochmal aufgedruckt. Hier an der Seite haben wir nochmal eingestanzt. Be quiet. Auch hier wirklich das schwarz geslifte Kabel. Absolut schön, absolut toll. Und wie gesagt, wir werden es einbauen und wir werden uns dann auch die Lautstärke anhören. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich sag einfach jetzt nochmal bis gleich. So, meine Freunde, ja. Netzteil ist eingebaut, Kabelmanagement fast fertig. Das Weiße hier ist noch eine normale Verlängerung, weil das andere Kabel für das Netzteil noch nicht da ist. Ja, ich aber doch testen möchte, wie das Netzteil von der Lautstärke ist. Ich glaube, das Kabelmanagement ist mir relativ gut gelungen diesmal. Hat mir auch viel Mühe gegeben. Ja, wegzaubern kann man sie sowieso nicht, aber es sieht ja von der Seite schon mal ganz nett aus. Ja, und so sieht es von innen aus. Ich guck mal, ob ich ein bisschen Licht noch drauf kriege. Ja, sehr schwer mit dem Licht immer. Ja, aber es ist wirklich sehr schön geworden eigentlich. Gut, hier unten, da wo die Kabel natürlich rauskommen, ist ja auch kein Fenster drin. Aber ansonsten warte ich noch auf die zwei Kabel und noch die zwei Frontlüfter. Die müssen auch noch geändert werden. Und dann bin ich eigentlich fertig. Und dann kann ich mal schauen, ob ich mir noch eine zweite Grafikkarte oder eine etwas größere Grafikkarte gönne. Mal gucken, was kommt. Wie gesagt, jetzt schließen wir es oben mal an und dann hören wir uns das Ganze mal an. So, ja, ich muss dazu sagen, vorab, ich hatte ja gestern erst die Kabel bestellt für das Trade Power 10, das heißt für das Be Quiet. Und heute kommt schon ein Paket. Ja, da war ich natürlich sehr überrascht. Da wollte ich eigentlich ein extra Video, aber ich führe es direkt mit ein. Kann euch jetzt schon mal vorweg sagen, das Netzteil ist absolute Bombe, absolute Spitze. Nicht zu hören, super leise. Der Lüfter dreht zwar, aber so leise, also wirklich top. Be Quiet, also muss ich einfach mal wieder betonen, einfach toll. Ja, dann schauen wir mal, was hier gekommen ist. Ein Riesenkarton. Also die sind ja schneller wie Amazon hier. Das war jetzt von Alternate. Kennen ja viele, Alternate. Ja. Und ja, da war ich natürlich begeistert, wie jetzt eben schon das Paket kommt. Ja, und hier haben wir die wunderschönen Kabel. Wie gesagt, vernünftiger Preis, vernünftige Leistung. Also für 6 Euro, ich glaube, ich habe jetzt knappe 14 Euro bezahlt mit Versand für zwei Kabel. Einmal 30 cm, einmal 60 cm mit einem SATA-Anschluss. Das reicht mir ja vollkommen. Wie gesagt, einmal für die SSD-Festplatte, einmal fürs Laufwerk. Und dann hat man auch nicht zu viele Kabel da rumfliegen.
Und wie gesagt, hier sind die Stecker direkt für ans Netzteil dran. Und da kann man sich die eben so bestellen, wie man sie gerne hätte. Also ich kann nur sagen, wirklich absolut, das habe ich gut, glaube ich, hinbekommen mit dem Netzteil. Bin echt froh, dass ich mir das gegönnt habe und dass es so tolle Sachen dafür gibt und die auch nicht so teuer sind. Weil klar gibt es für andere Netzteile auch Kabelmanagement, auch gesleevte Kabel. Aber 80 Euro so ein Set. Also ich darf. Nee, also das ist mir dann doch ein bisschen happig. Und einzeln gibt es die auch, aber dann sind sie auch sehr, sehr teuer. Also ich sag mal, also ach, hier für 6 Euro, 5 Euro noch was, glaube ich sogar. Hier das eine, das 30 cm, 5 Euro und noch was. Also da bin ich bereit, jederzeit. So, und so kann ich auch, wenn ich meinen PC mal umstelle, jederzeit hier auch wechseln. Und das Schöne ist auch hier, das ist wunderschön gesleeved, diese Kabel. Das sieht man ja, glaube ich. Ich hole sie vielleicht mal raus, damit man sie sieht. Also auch von der Verpackung her super eingepackt. Ja, und ganz toll verarbeitet. Sehe ich schon. Absolut schön. Ja, kein Stoffsleeve, weil den habe ich schon mal gehabt. Der riffelt sehr gerne auf, gerade wenn man hier und da mit Klettverschluss oder auch mit Kabelbindern arbeitet. Das ist ein Kunststoffsleeve und hier einfach ins Netzteil. Wups, zur SATA SSD-Festplatte und fertig ist das Ganze. Ja, wer jetzt natürlich einen zweiten braucht, das kriegt man ja wie gesagt, wie man sie bestellen möchte. Bei Alternate gab es einige an Auswahl. Und wie gesagt, absolut fantastisch ausreichend. Das ist 60 cm lang. Ganz einfach, weil bis zum Laufwerk vom Netzteil ein bisschen mehr ist. Ich will es außen rumführen, dann oben wieder reinführen. Darum habe ich hier das längere genommen fürs Laufwerk. Wie gesagt, also wir hören uns auch gleich dann nochmal oben das Netzteil an. Das heißt, ich werde einmal ganz ruhig sein und einmal dann werden wir uns die Lautstärke anhören. Aber wie gesagt, ich kann euch sagen, echt Daumen hoch. Also absolut top. Alleine wegen den Kabeln hier, die man zusätzlich dann bestellen kann, so wie man sie braucht. Ja, und ich zeige auch vorweg schon mal, was als nächstes kommen wird. Damit ihr mal so ein bisschen Eindruck habt, wer also Bock drauf hat, meine Videos weiter zu schauen. Ich habe ja hier das alte Corsair. Was heißt alt? Ist etwas über 2 Jahre. Es läuft wunderbar. Wie gesagt, der Lüfter dreht wirklich nur, wenn Belastung da ist, über 60%. Das kommt in meinem Wohnzimmer-PC. Und damit ich da nicht hier diese steifen, furchtbaren Kabel nehmen muss, was ich hier schon mit Tesa geklebt habe. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe mir jetzt Kabel bestellt und die Einsätze hier, die Kabelschuhe oder wie man sie eben nennt, die draufkommen und so ein Werkzeug, um die hier rauszuholen. Und dann werde ich hier mal komplett neue Kabel ziehen. Ja, das werde ich bei dem Stromkabel machen und das werde ich bei dem Grafikkartenkabel machen, weil ich brauche für die Grafikkarte, die da drin ist, für die 57er nur ein 6-Pin und werde hier ein neues Kabel ziehen mit 8-Pin. Also nicht nochmal hier diesen Zusatz, der ja auch nur hier dran hängt praktisch, brauche ich nicht, werde ich auch neues Kabel machen. Da werde ich ein Video drüber machen, wie man so Kabel selber neu macht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht werde ich auch noch ein SATA-Kabel machen. Da habe ich nämlich auch mal eins abgemacht, glaube ich. Ich gucke mal, wo es ist. Ist mir, glaube ich, gerade runtergefallen. Oder ist es das? Nö, das ist es hier. Ja. Und ihr seht, hier habe ich schon ein Schrumpfschlauch drüber gemacht. Da musste ich einen Stecker abschneiden, weil mir hier einer abgebrochen war. Jetzt sind hier nur noch zwei dran. Und vielleicht mache ich hier auch ein neues. Ich habe nämlich auch solche neuen Stecker bestellt. Auf jeden Fall, das wird mein neues Video werden dann in den nächsten Tagen oder auch in den nächsten 2 Wochen. Mal gucken, wie ich schaffe, wann die Ware da ist. Die wird nächste Woche erst kommen. Und ja, ich glaube, ich brauche aber auch noch eine Crimpzange dazu. Ich habe zwar eine, aber wie gesagt, ja gut, das wird als nächstes sein, wie man so Kabel selber neu macht. Und die Stecker sind ja in Ordnung. Und die Schuhe kann man nicht nochmal verwenden, die hier drin sitzen. Wie man die rausholt, zeige ich dann und wie man dann praktisch komplett hier so einen Strang neu macht. Ja, nicht sleeven, nee, sleeven nicht.
Möchte ich nicht, weil das Fenster haben wir keins. Wird ganz normal mit schwarzen Kabel dann gemacht. Und was ich dann machen werde, ich werde direkt Schrumpfschlauch drüber ziehen, dass wir hier so einzelne Stellen direkt mit Schrumpfschlauch machen. Und ja, dann braucht man das nicht mit Tesa, dass man so einen schönen festen Strang praktisch hat. Ich weiß noch nicht, aber das wird auf jeden Fall als nächstes kommen. Jetzt schauen wir uns gleich noch oben die Lautstärke nochmal an und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, meine Freunde, also wie gesagt, absolut leise. Ich kann euch das Netzteil nur ans Herz legen. Es hat wirklich nichts. Man hört wirklich gar nichts. Da müsste man schon daneben liegen. Noch nicht mal dann hört man was. Also das nenne ich leise. Absoluter Hammer. Vor allen Dingen die Kabel sind ja gekommen. Absolut schön auch mit den Kabeln jetzt. Das sieht super aus. Also wirklich, wenn ihr ein Netzteil sucht, spart ein bisschen, bis ihr das Geld zusammen habt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Weil wer es wirklich auch leise haben will und wer wirklich auch hier mit dem Kabel sich das so machen möchte, das ist absolut fantastisch. Mit den Steckern direkt dran. Also finde ich schon Hammer, finde ich echt Hammer. Auch bei Belastung. Ich habe jetzt die ganze Zeit gespielt. Nichts, gar nichts. Also hier, Daumen nach oben. Gut, hat es euch gefallen, das Video? Ich hoffe ja. Vielleicht ist es ein Anreiz, wenn ihr euch ein Netzteil holen wollt. Also wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist eine super Verarbeitung. Die Lüfter sind vom Be Quiet, die neuen, die Silent Wings 3 sind absolut Gold wert. Also wirklich, wer da noch was sucht, wie gesagt, lasst ein Abo da. Die nächsten Videos kommen auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Ich sage ganz einfach Tschüss zusammen.